Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Licht, wäre geil. Es wird nicht so richtig geil. Na gut, meine Haare sind auch merkwürdig, aber sind sie ja immer. Na gut, das gefällt mir irgendwie nicht so richtig vom Licht her, aber ist egal, ich habe einfach eine beschissene Beleuchtung. Ich bräuchte halt, wie gesagt, die Fenster vor mir und nicht hinter mir. Jetzt gerade war es wieder besser. Na, wie war's? Hä? Ach, hier ist auch nochmal so Licht. Ah, wenn ich beides abdecke. Wenn ich beides mit meinen Händen abdecke, wie man sieht, dann wird's besser. So mache ich jetzt mit mein Block. Also, WM-Block. Spiel um Platz 3 und Finale. Nee, das ist scheiße. Spiel um Platz 3 und Finale. Spiel um Platz 3 war Russland. Nee, war Frankreich. Nee, war. Belgien gegen England, genau, 2-0 Belgien gegen England. Ich bin ganz ehrlich, ich habe so gut wie gar nichts von dem Spiel mitgekriegt. Ich habe lustigerweise beide Tore gesehen, aber sonst habe ich eigentlich nichts mitbekommen, weil ich nämlich gesehen habe, dass das Halbfinale lief, also beim Durchseppen. Ich wusste nicht, auf welchem Kanal das Spiel um Platz 3 läuft, ARD oder ZDF. Habe, glaube ich, zuerst auf ARD geguckt, auf ZDF? Egal, auf einen der beiden Kanäle habe ich zuerst geguckt, da lief aber das Halbfinale von Nadal gegen Djokovic im Tennis, Wimbledon, und das andere und Belgien gegen England hat er halt noch nicht angefangen. Und dann dachte ich mir so, okay, solange wie Belgien England noch nicht angefangen hat auf dem jeweils anderen Kanal, schaust du einfach das Halbfinale von Tennis an. Ich bin eigentlich nicht so ein Tennis-Fan, aber habe auch damals so ein bisschen Sabine Lisicki verfolgt. Und es war einfach ziemlich geil und spannend und deswegen bin ich dann hängen geblieben und habe immer mal nur ein bisschen zurückgesetzt zu Belgien, England und habe da immer ein paar Sekunden angeguckt und habe halt, wie gesagt, das erste Tor gesehen von Belgien und ich war ja eigentlich schon mehr für England und habe dann also, wie gesagt, eigentlich nur das Halbfinale angeguckt von Tennis, immer mal zurückgesetzt, habe dann durch Zufall auch genau in dem Moment zurückgesetzt, als das zweite Tor gefallen ist, sehr schön und hab dann darauf gewartet, als das Halbfinale vorbei war, dass das Finale der Frauen stattfindet. Angelique Kerber gegen die andere, wo ich den Namen vergesse. Und ja, deswegen habe ich von Belgien gegen England nicht wirklich viel mitbekommen. Die Statistik ist super ausgeglichen, also ich weiß nicht, ob Belgien verdient gewonnen hat. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall hat die Statistik 12 zu 15 Schüsse für England, 4 zu 6 Torschüsse für England, 42 zu 58% Ballbesitz für England, 485 zu 674 Pässen für England, 86 zu 91% Passgenauigkeit für England, 11 zu 4 Fouls, Belgien, noch was Interessantes, und 4 zu 5 Eckbälle für England. Also die Statistik ist sogar leicht für England, aber halt nicht so krass stark, dass man jetzt nur wegen der Statistik sagen könnte, okay, England immer die bessere Mannschaft, da müsste es deutlicher sein. Man muss das Spiel gesehen haben, ich habe nicht gesehen, es war mir irgendwie auch nicht so wirklich wichtig. Und von daher, ja, sorry, ich habe es nicht wirklich gesehen. Nur so ein bisschen nebenbei. Aber das Finale habe ich natürlich gesehen. Und obwohl es meiner Meinung nach, klar, es gab 6 Tore, aber gerade so in der ersten Halbzeit würde ich, wobei selbst in der ersten Halbzeit gab es eigentlich auch 3 Tore, ne? 1, 2, 3 Tore, ja. Also ich hab, also erstmal fand ich das Spiel einfach nur spannend, weil es ein Finale war. Aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass gerade in der ersten Halbzeit so am Anfang nicht so viel los war in dem Spiel. Aber wie gesagt, war trotzdem geil. Und Kroatien war auch ein Großteil, sage ich mal, am Anfang zumindest die bessere Mannschaft. Dann gehen die durch ein Eigentor von Mandzukic in Führung. Also die Franzosen gehen durch ein Eigentor von Mandzukic in Führung. Und dann hat aber Perisic wieder ziemlich geil ausgeglichen in der 28. Minute zum 1-1, dann kam aber noch ein Elfmeter, der war, glaube ich, okay, und der kam in der 38. Minute wieder zum 2-1, aber im Großen und Ganzen, ich glaube, gerade für die erste Hälfte war eigentlich schon Kroatien die bessere Mannschaft, hat ein ziemliches Pech. Schiedsrichterentscheidungen sind auch einige gegen Kroatien ausgefallen und die Statistik spricht halt auch mehr für Kroatien. Ich weiß nicht, am Ende, die haben halt auch 4-1 geführt, zeitweise die Franzosen. Ich tue mich hier schwer zu sagen, dass sie verdient gewonnen haben, aber es ist halt auch nicht unverdient, logischerweise. Ich glaube, hier hat einfach das Spielglück
entschieden, wenn, wie gesagt, Kroatien am Anfang eine ihrer Chancen nutzt, dann geht es wahrscheinlich ganz anders aus. Also es ist wirklich schwer zu sagen. Ich weiß nicht so richtig. Also, wenn es noch ein Tick knapper gewesen wäre, wenn es 4-3 ausgegangen wäre, hätte ich gesagt, eigentlich hätte Kroatien ein Unentschieden verdient gehabt und die Verlängerung. Aber dadurch, dass es eben nicht so war, sondern dass die halt 4-2 gewonnen haben und teilweise 4-1 geführt haben, ja, es ist schon irgendwie verdient für Frankreich. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, wo ist die Statistik? Da. Ja, die Statistik ist wie gesagt schon kein 4-2 auf jeden Fall. 7 zu 14 Schüsse für Kroatien, 6 zu 4 Torschüsse aber für Frankreich. 34 zu 66% Ballbesitz für Kroatien, 289 zu 528 Pässe für Kroatien, 68% zu 83% Passgenauigkeit für Kroatien, lustigerweise haben beide Teams 13 Fouls, und 2 zu 6 Eckbälle für Kroatien. Also, es hätte auch anders ausgehen können, aber trotzdem Glückwunsch an Frankreich. Ist wie gesagt jetzt nicht wirklich schlimm, also ich find nicht wirklich schlimm, dass die gewonnen haben, ich gönn's ihnen auch. Waren meiner Meinung nach nicht die beste Mannschaft im Turnier, hatten natürlich, vielleicht war es die Mannschaft mit dem größten Potenzial im Kader, aber sie waren meiner Meinung nach nicht die beste Mannschaft im Turnier. Das ist meiner Meinung nach Belgien gewesen. Und danach kam vielleicht sogar Brasilien, ich weiß es nicht. Aber ja, ich bin jetzt trotzdem nicht böse darüber, dass sie gewonnen haben. Zweite Titel für sie bei einer WM, Glückwunsch. Und im Großen und Ganzen habe ich eine Nachricht bekommen. Im Großen und Ganzen, ja, bin ich zufrieden mit der Weltmeisterschaft, was komisch klingt, nachdem Deutschland in der Vorrunde rausgeflogen ist, zum ersten Mal, oh mein Gott! Ich konnte die Weltmeisterschaft danach trotzdem noch ziemlich, also ich konnte danach immer noch genießen. Ich glaube, es ist immer die Angst, wenn man noch dabei ist, rauszufliegen, ne? Also es ist immer die Angst rauszufliegen, die dann das Gefühl bestärkt, so, ach du Scheiße, danach, wenn wir raus sind, dann kann ich die Weltmeisterschaft nicht mehr genießen, das sind alle Spiele scheiße. Aber ich muss sagen, obwohl es, wie gesagt, so zeitig war, hat mich das überhaupt nicht gestört und ich fand es gar nicht schlimm, dass Deutschland zeitig rausgeflogen ist. Wir sind Weltmeister gewesen vor 4 Jahren, wir sind auch dieses Jahr Weltmeister der Herzen geworden. Komm, nee, sind wir nicht, aber und ich, ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin ehrlich gesagt, wie gesagt, ich bin kein Löw-Hater. Ich bin nicht der Klassische, der sagt, Löw raus. Aber ich bin trotzdem der Meinung, es wäre besser gewesen, mit einem neuen Trainer weiterzumachen. Einfach weil wir diesen mentale Problem dann einfach haben, dieses Kopfproblem, dass wir mit Löw den Trainer haben, der uns rausgeschmissen hat. Oder mit dem wir das erste Mal rausgeflogen sind in der Vorrunde bei einer Weltmeisterschaft. Deswegen, ja, ich glaube, es wäre taktisch schlauer gewesen, einen anderen zu nehmen. Ich lasse mich aber trotzdem vom Gegenteil überzeugen. Wenn es wieder geil wird, gerne, gerne, gerne. Schauen wir mal. Und in 4 Jahren zur nächsten Weltmeisterschaft 2022 in Katar, Winter-WM. Ich dachte, das Ding wäre durch. Aber es scheint ja wirklich im Winter stattzufinden. Oh mein Gott. Naja, es ist so peinlich, dass eine WM in Katar stattfindet. Es ist einfach nur so peinlich. Es ist einfach so beschissen peinlich. Ich hasse die. Ich hasse die FIFA eigentlich gar nicht, weil ich nicht so ein Klischee-Hasser bin, so von wegen, dass ich halt alles hasse irgendwie, was schlecht ist. Also, für mich ist Hass die gegenteilige immer mal. Für mich ist Hass die gegenteilige Emotion von Liebe und wenn ich mir überlege, wie krass Liebe ist, dann muss ich schon ziemlich negative Emotionen für irgendjemanden oder irgendetwas empfinden, um zu sagen, dass ich das hasse, also wirklich ernsthaft hasse. Und so ist es einfach nicht. Ich habe nicht so negative Emotionen gegenüber der FIFA. Ich mag die zwar nicht und mir geht's mega auf den Sack, dass das in Katar stattfindet, weil das Land hat es einfach nicht verdient, so wie das da abläuft, so wie die Stadien gebaut wurden und so weiter und so fort. Das ist halt einfach miserabel. Ich frage mich gerade, warum das Licht in meinem Gesicht oder vor mir halt immer heller wird, obwohl ich die ganze Zeit aufs Gleiche schaue und sich nichts ändert. Also, hier ist nichts heller geworden, deswegen ist es gerade ein bisschen mysteriös. Aber so ist das Bild schöner, das ist gut. Was wollte ich sagen? Ja, genau, also Katar hat es nicht verdient, diese WM. Ich meine, Brasilien war schon super fragwürdig. Die haben meiner Meinung nach schon, also die Regierung hätte meiner Meinung nach schon diese WM nicht bekommen dürfen. Russland war fragwürdig, aber nicht so fragwürdig wie Brasilien, finde ich. Also, ja. Aber Katar, also es ist ja,
fast so, als wenn man Syrien jetzt oder Nordkorea die WM geben würde. Es ist einfach nur katastrophal dumm und ja. Und dann findet jetzt auch noch im Winter statt. Im Winter? What the fuck? Das heißt, wie wollen wir denn da Public Viewing machen? Bei Schneesturm und Blizzard und also unglaublich, kein Grillen im Garten. Ich meine, kann man trotzdem machen, Grillen im Garten, aber bei Schnee oder bei Kälte, was ist denn da los? Also, oh. Hilfe, 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 das wird ganz schlimm. Das wird bestimmt ganz schlimm und ich werde die WM trotzdem angucken, weil es bringt nichts, die zu boykottieren, indem man nicht den Fernseher anmacht. Das ändert überhaupt gar nichts. Wenn, dann müssten das Länder boykottieren. Also da müssten halt jetzt, zum Beispiel hätten die Europäer sagen können, die europäischen Mannschaften sind ja genug, wir haben auch eine geile EM, hätten einfach sagen müssen, scheiß drauf. Also die UEFA zum Beispiel hätte sagen müssen, scheiß drauf, wir boykottieren die WM in Katar, es geht keine europäische Mannschaft hin und wir machen eine eigene WM, eine eigene UEFA-WM. Wer Bock hat von den anderen, also wer Bock hat von den anderen Ländern, die nicht zu Europa gehören, die machen gerne mit. Die Europäer sind dabei, natürlich auch nur freiwillig, aber die hätten sich ja wahrscheinlich angeschlossen. Und Katar wäre ein Reinfall gewesen, die FIFA hätte ein riesen Imageproblem gehabt, hätte so geil werden können, aber wird halt nicht passieren, es werden alle hingehen, vielleicht gehen ein paar Politiker nicht hin, keine Ahnung. Wie gesagt, ich schaue es mir auch an und bin gespannt, was ich eigentlich sagen wollte. In 4 Jahren, wenn dann die nächste WM ist, dann ist das Trikot ja aber sowas von Oldschool auf jeden Fall. Ich meine, es ist dieses Jahr, denke ich, sieht es halt noch sehr familiär aus, erinnert man sich noch dran, aber in 4 Jahren ist es echt Oldschool, dann bin ich cool. Dann bin ich so wie die Leute, die jetzt mit einem 90er-Trikot rumrennen, nur dass mein Trikot halt in 4 Jahren immer noch so aussieht wie neue. Und die Leute, die mit einem 90er-Trikot rumrennen, da ist halt keine Farbe mehr drauf. So. In diesem Sinne, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Was soll ich mehr erzählen? Ich muss los, ich will mir unbedingt noch einen halben Broiler holen. Ich habe schon so Bock seit Wochen auf einen Broiler. Für alle, die aus Westdeutschland kommen und immer noch nicht wissen, was ein Broiler ist, das ist ein gebratenes Hähnchen. Und er ist immer nur dienstags, ist an einem Netto-Parkplatz bei uns immer dienstags. Ich glaube sogar ein westdeutsches Unternehmen, was Goldhähnchen oder sowas verkauft, gebratene leckere Hähnchen. Und ich habe Angst, dass es nicht mehr da ist oder halt nicht mehr verkauft. So, es ist jetzt kurz vor um 5 und ich bin das eine Mal, glaube ich, halb 6 oder dreiviertel 6 da gewesen. Dreiviertel 6, wie das was Ostdeutsches. Für alle, die aus dem Westen kommen und nicht mehr was bedeutet, dreiviertel 6 bedeutet 17:45 Uhr. Also, 15 Minuten vor um 6. So, und ich war halt irgendwann mal halb oder dreiviertel 6 da. Und was soll ich sagen? Er war halt schon am komplett alles wegzumachen, war nichts mehr da zum Kaufen. So. Und deswegen, eigentlich wollte ich zuerst ins Kaufland gehen und da einkaufen und dann mir das Hähnchen holen, aber jetzt habe ich Angst, dass ich nicht mehr schaffe, wenn ich zuerst ins Kaufland gehe. Deswegen kommt mir zuerst das Hähnchen, muss dann halt im Auto liegen lassen und gehe dann ins Kaufland einkaufen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Bis zum nächsten Mal, in 2 Jahren, wenn die EM stattfindet. Nee, ich werde jetzt versuchen, wieder ein paar Bitcher-Videos rauszuhauen. Also macht's gut, tschüss.